Großer Beifall für süßestes Fachwerkhaus der Welt. Am Freitag, den 8. Oktober, war es endlich soweit. Die offizielle Einweihung des ungestülpten Zuckerhuts. Nach 65 Jahren ist damit eine weitere Lücke in Hildesheim geschlossen. Im Krieg wurde der Originalzuckerhut zerstört. Architekt Heinz Geier hat mit seinem ostpreußischen Starrsinn den Wiederaufbau des Zuckerhutes initiiert. Der Aufbau musste ohne Pläne vonstatten gehen. Lediglich Fotos als Vorlage waren zur Hand. Viel Glas im Erdgeschoss sorgt für Einblicke in die interessante Holzkonstruktion. Das Pfeilerhaus soll dem Zuckerhut noch angeglichen werden. Ein Café im Erdgeschoss wäre denkbar, so Klaus Feuskens, Vorsitzender der Altstadtgilde. Für Besucher war der Zuckerhut an diesem Tag ausnahmsweise mal geöffnet. Doch wie er genutzt werden soll, ist noch unklar. Eins steht jedoch fest. In Zukunft kann man den Zuckerhut nur nach Voranmeldung und in Gruppen von innen besichtigen. Spontanbesucher haben keine Chance, das Fachwerkhaus zu betreten. Ihnen bleibt lediglich die Bannung der Außenansicht auf kleine Speicherkarten für das Fotoalbum daheim. Zahlreiche Redner lobten den Bau des Zuckerhutes, der ohne Steuermittel finanziert wurde und der mit rund 1 Million Euro zu Buche schlägt. Selbst Finanzminister Hartmut Möhring ließ es sich nicht nehmen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Er sei ausschließlich als Hildesheimer zum Fest gekommen. Noch eine Sache bleibt unklar. Die Zukunft des Pavillons, der nicht mehr so recht ins Bild des Andreasplatzes passt und zudem noch denkmalgeschützt ist. Doch an diesem Tag stand der Zuckerhut im Mittelpunkt und wir wollten wissen, wie finden die Besucher die Realisation dieses Bauwerks? Finde ich sehr gelungen, finde ich sehr gut. Gefällt mir. Wie finden Sie den Standort? Hervorragend. Ich muss sagen, ich kenne nun die Geschichte ein wenig dazu, nicht in der Tiefe. Ich habe mich mit reingelesen und ich muss sagen, es ist eine Bereicherung für Hildesheim. Es gefällt mir. Also ich finde, dass erstmal Hildesheim von Historischen lebt. Und dann kann man einfach nur dazu sagen, dass es auch weitere Projekte geben muss, um Hildesheim auch im Land präsent zu machen. Und so schön wie Hildesheim einmal war, so kann man es auch wieder herstellen. Was wir davon halten? Wir freuen uns über das kleine Häuschen. Wir kennen es ja nicht anders. In unserer Zeit stand das Haus schon so da, wie es heute auch wieder steht. Deshalb freuen wir uns besonders darüber. Also ich persönlich finde das ganz hervorragend. Und zwar deswegen, weil Hildesheim nur ganz wenige Fachwerkhäuser hatte, die übrig geblieben sind nach dem 22. März 1945, nach der Zerstörung. Und ich finde, ein bisschen rekonstruieren darf man ruhig. Wir wünschen dem süßesten Fachwerkhaus alles Gute für die Zukunft und dass mehr aus ihm wird als nur ein Postkartenmotiv im Schatten der Andreaskirche.